Gut, wollen wir mal schauen, wie wir das Ganze jetzt auf unser Smartphone bekommen, beziehungsweise nachher auch wirklich offline anschauen können. Und dazu brauchen wir eine App für das Smartphone und das ist die App, die heißt Mind Movies. Und so sieht die aus hier. Die musst du im App Store oder im Play Store runterladen. Mind Movies. Und dann landest du auf dieser Oberfläche. Hier Watch Movies unten anklicken. Und dann hier oben, das ist ganz schön versteckt, den kann man gar nicht so einfach sehen. Hier oben ist ein kleiner roter Pfeil, da musst du draufklicken. Und hier kannst du dann deine Benutzerdaten eingeben. All das, was du schon in deiner Mail oder auch sonst auf der Webseite eingegeben hast, deinen Benutzernamen, dein Passwort, gehst auf Login und schwupps sind da deine Movies und hier sehen wir schon unseren Mindmovie-Partnerschaft, den wir erstellt haben. Wenn du jetzt auf diesen Mindmovie draufklickst, hast du verschiedene Optionen: Watch Now, Watch Later, Download to Watch Offline. Dann gehst du auf Download to Watch Offline. Und jetzt siehst du, wie er heruntergeladen wird. So, wenn du dein Video heruntergeladen hast, dann gehst du hier raus und gehst in deine Fotos hinein und dort bei Aufnahmen hast du jetzt hier den Video. Und kannst dein Video anschauen, wann du möchtest und am besten eben nach Meditation, beziehungsweise auch wenn du einfach mal irgendwo Pause machst, irgendwo wartest, dann ist das eine wunderbare Möglichkeit, deine Dinge immer mehr und mehr zu visualisieren.